Ja, wir haben es gehört, in Hohenweiler ändert sich im Zentrum vieles. Vielleicht schildern Sie unseren Zuseherinnen und Zusehern zu Beginn noch einmal, was ist da denn genau alles geplant? Gerne. Also was sich im Moment abspielt, sind Vorarbeiten, weil wir haben über mehrere Jahre Flächen im Zentrum erworben, haben die gemeinsam mit einem Büro, dem Büro Raumhochrosen, entwickelt, wo jetzt in die Umsetzung geht, war gerade diese Woche die Bauverhandlung, ein großes Projekt mit Wohnungen, Gewerbeflächen. Die Raiffeisenbank wird sich dort auch neu ansiedeln. Nur damit wir das machen können, muss dieses große Grundstück baufrei gemacht werden. Wir haben in Hohenweiler die Situation, dass mehr oder weniger quer durch das Dorfzentrum der verrohrte Dorfbach verläuft. Das ist das, was sich jetzt in Hohenweiler mit den einen oder anderen negativen Nebeneffekten, und da kann ich von der Stelle die Bevölkerung auch noch mal um Verständnis ersuchen. Die Baustelle läuft seit 17. Jänner. Wir haben mehr oder weniger über mehrere hundert Meter die Landesstraße aufgegraben mit Einbahnregeln, mit Ampeln. Sind jetzt so weit, dass wir dort fertig sind. Darum war jetzt auch die Bauverhandlung. Das heißt, dort entsteht jetzt auf dieser Fläche Wohn- und Gewerbeflächen. Und zur Vorbereitung des Baus, den wir im Zentrum errichten wollen, mit Schule, mit Kleinkinderbetreuung sein, mit Kindergarten, Bücherei, haben wir schon vor ein paar Jahren, im Jahre 19, die Feuerwehr abgesiedelt. Wir haben in Hohenweiler die Situation, die macht es nicht ganz einfach, dass man relativ viel in das Schulgebäude und ins unmittelbare Umfeld eigentlich wie hineingepackt hat. Die Feuerwehr war im Prinzip wie ein Anbau in der Schule steckend. Und wir beschäftigen uns jetzt im Vorfeld schon über Jahre, damit wir überhaupt beginnen können zu bauen, müssen wir mal diese Nutzungen dort rausbekommen. Der letzte, der noch ansteht, ist der Bauhof. Es laufen aber schon Gespräche für diesen Bau, der natürlich auch finanziell eine sehr, sehr große Herausforderung ist. Also wir gehen auch etwas unkonventionelle Wege, suchen Partner, auch in der Privatwirtschaft, die bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen. Wir schauen, dass wir es für sie möglichst attraktiv auch machen können, weil ich denke, es gibt Nutzungen, die sich nicht widersprechen. Schule, Kleinkinderbetreuung, das kann in Kombination mit Wohnen durchaus funktionieren. Und wie gesagt, nachdem im Moment zwar die Ertragsanteile etwas steigen, aber auf der anderen Seite brauche ich Ihnen nicht erklären, die Kosten halt auch, ist das für eine kleine Gemeinde natürlich eine enorme Herausforderung. Zu den Kosten will ich nachher Gerne. sowieso noch kommen, aber jetzt zuerst noch zu den Ja. aktuellen Baufortschritt. Ist da alles nach Plan derzeit? Nicht wirklich. Also wir sind ein bisschen verzögert, ein bisschen ist gut. Wir wollten am 31. August fertig sein. Es wird dann wohl eher der 30. November werden. Hat eher mit etwas Schwierigkeiten im Bereich der Landesstraße zu tun. Das ist ein gemeinsames Projekt mit dem Straßenbauamt. Die Straße wird in dem Zuge auch saniert. Da sind sämtliche Entwässerungen, Straßenwässer, Kanal und so weiter zu verlegen. Und wie es halt ist, wenn man einmal beginnt, in die Tiefe zu graben, gibt es halt dann doch die eine oder andere Überraschung, meist weniger erfreulich. Und das führt einfach zu Verzögerungen. Gibt es schon einen detaillierten Plan für die nächste Etappe, also die jetzt das Bochareal betrifft? Ja, wie gesagt, da war am Bauverhandlung, die ist sehr gut verlaufen, das war auch sehr gut vorbereitet. Wir haben dort ja einen Masterplan erstellt gehabt, das heißt, die Grenzen, was dort wie gebaut werden kann, waren eng. Haben dann einen Partner gefunden, der gesagt hat, ja, auf der Basis kann ich es umsetzen. Wir haben da sehr Wert auf Qualität gelegt, weil es ist ein sehr sensibler Platz mitten im Dorf. Haben jetzt weniger geschaut, dass wir den letzten Cent vielleicht noch über den Grundverkauf lukrieren, sondern lieber dazu animiert, das, was man sich vielleicht beim Grund spart, in eine gute Architektur, gute Durchwegung. Wir wollen, dass das wirklich ein bisschen den Charakter einer gewachsenen Struktur dann einmal hat, auch wenn natürlich alles neu ist und da spielen eben Außenräume, dass man durchspazieren kann, dass nicht irgendwelche Zäune mitten im Dorf stehen, eine große Rolle. Jetzt haben Sie es schon angesprochen, der verrohrte Dorfbach ist, glaube ich, auf einer Länge von rund 400 Metern unter die Landesstraße und die Gemeindestraße ins Oberdorf verlegt worden. Warum ist das denn notwendig gewesen? Wir haben auf natürlichem Weg keine Möglichkeit, A, den offenen Teil des Dorfbaches, weil entlang im Dorfzentrum des Fußballplatzes ist ja offen. Da haben wir auch, wie ich immer wieder rückgemeldet bekomme, ein sehr schönes Renaturierungsprojekt gemacht. Da geht es primär auch um Hochwasserschutz.
Aber bis wir dann, und dann entsteht eine Lücke über mehr hundert Meter, wo aus diesem offen laufenden Bach, bis der zum nächsten Bach gelangt. Das ist immer schon mit, also seit Jahrzehnten ist das vor Ort gewesen. Das heißt aber auch, jeder, der in Hohenweil ein Zentrum baut, dessen Wasser landet früher oder später in dieser Verrohrung. Was natürlich, und das freut den Bürgermeister ja, wenn die Bautätigkeit eine rege ist, irgendwann zu Kapazitätsproblemen führt. Dazu kommt, dass wir mit Starkregenereignissen und Ähnlichem mit ganz anderen Abflussmengen heutzutage kalkulieren müssen. Das heißt, in dem Zuge ist diese Leitung auch durchgängig auf eine Dimension ausgelegt worden, dass es zu keinen Überflutungen kommt, nach menschlichen Ermessen. Und auch, dass eine Bautätigkeit im Zentrum nicht daran scheitert, dass wir Oberflächen, Straßenwasser, Tagwasser nicht geordnet ableiten können. Also es war auch für den Hochwasserschutz eine Maßnahme? Ganz wesentlich, ganz wesentlich. Da gibt es ja entsprechende Modelle. Und bevor wir begonnen haben, wer im Zentrum in Hohenweiler, je nachdem, ob man den 300- oder 500-jährigen Ereignisse nimmt, in Wahrheit alles unter Wasser. Wenn Sie jetzt mit Bürgerinnen und Bürgern sprechen, wie sind da die Rückmeldungen zum Großprojekt? Gibt es da auch Unzufriedenheit, jetzt zum Beispiel wegen Verkehrsbehinderungen? Ja, also ich denke, es ist verständlich, dass uns niemand lobt, das sagt, wir graben das ganze Dorf um. Man steht im Stau, man muss an einer Ampel warten. Wir leben doch in einer Situation einer ländlichen Gemeinde, da ist eine Ampel sehr was Seltenes. Die erste ist dann normalerweise erst irgendwo in Richtung Lochau, wenn man von Hohenweiler Richtung Bregenz fährt. Es verursacht Dreck, es verursacht Staub. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man damit viel Lob rechnen kann mit solchen Dingen. Nur es ist halt einfach eine Grundvoraussetzung, um die Gemeinde weiterentwickeln zu können. Und wie gesagt, alle, die da mittel- und unmittelbar betroffen sind, da kann ich nur, weil die Reaktionen sind jetzt nicht, was Gott will, schlimm, also ich traue mich schon noch auf die Straße, aber ich bitte halt trotzdem um Verständnis. Und wir dort, wo Schäden entstanden sind, haben im Vorfeld überall geschaut, dass man Beweissicherungen machen, damit man nicht hinterher Streitereien hat bei Rissen, bei ähnlichen Dingen, sondern dass das ordentlich gelöst wird. Ich denke, das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern auch schuldig, wenn man so ein großes Projekt macht, dass denn jetzt hier auf irgendwelchen Unannehmlichkeiten sitzen bleiben. Jetzt haben Sie es vorher auch schon kurz angedeutet, aber ich wollte trotzdem noch mal direkt fragen, gibt es schon konkrete Pläne, wann die Schule, die Volksschule neu gebaut wird? Weil das ist ja auch ein Thema, das viele Familien sehr interessiert. Ja, ja. Ich habe einen klaren Auftrag meines Gemeindevorstandes, dass das Projekt in dieser Periode in die Umsetzung gehen soll. Das heißt, der Auftrag, den ich habe, ist, dass zumindest im Jahre 25, wenn wir jetzt schon am Bauen sind, klar ist, was gebaut wird. Es wird da ziemlich umfangreiche Behördenverfahren dann auch brauchen. Und daran orientieren wir uns. Jede Monat, halbe Jahr, die wir früher soweit sind, freut jeden. Wir sprechen es jetzt ganz speziell, weil Sie es angesprochen haben, wir platzen in der Kleinkinderbetreuung aus allen Nöten, was ja auf der einen Seite schön ist, weil das Angebot der Gemeinde sehr gut angenommen wird. Wir haben dort sehr, sehr gute Resonanz, auch dank tollen Personals. Aber es ist halt unangenehm, wenn man dann halt Kinder mal nicht mehr aufnehmen kann und an der Grenze stehen wir jetzt schön langsam. Das heißt, da ist ein Druck da. Und der ist vernünftig nur durch ein neues Projekt zu lösen. Man kann sich schon mit Professoren irgendwie drüber retten, aber das wird dem Anspruch, den wir halt auch haben, an die Qualität, die wir vermitteln, nicht gerecht. Wie viel wird das Ganze denn ungefähr kosten? Was ich Ihnen heute sage, ist morgen falsch, das wissen Sie. Ich muss es trotzdem fragen. Wir haben eine grobe Kalkulation, einfach ausgehend von dem, wie viel Raum wir umbauen. Und da reden wir ungefähr von 3000 Quadratmeter Grundfläche und dann halt entsprechend umbaut. Und da hat uns vor gut 10 Tagen jemand gesagt, ja, das bei große Räume, Gänge, da könnte man vielleicht in einer Größenordnung mit 15 Millionen durchkommen. Ich mache da ganz, ganz viele Fragezeichen. Wenn es so sein sollte, ist es immer noch teuer genug. Ich würde es aber sofort unterschreiben, wenn es mir jemand garantiert. Könnte es auch zu Verzögerungen kommen, weil wie viel Planungssicherheit gibt es denn gerade in Zeiten von Energiekrise und wirtschaftlicher Unsicherheit? Da mache ich mir ehrlich gesagt weniger Sorgen. Die Verzögerungen kann es aus meiner Sicht geben, wenn wir diese Finanzierungsthematik nicht gelöst bekommen. Weil was für mich klar ist,
Idealerweise bauen wir aufgrund unserer bescheidenen Finanzkraft ungefähr mit 50% Förderung. Wenn ich das jetzt, die Zahl, die ich jetzt genannt habe, hernehme, dann reden wir da die Hälfte von 15 Millionen, sind 7,5. Und das normale Budget der Gemeinde Hohenwald ist bei 2,5 Millionen. Also das ist einfach nicht realistisch, sich in der Größenordnung verschulden zu wollen, ganz abgesehen davon, dass ich das ja ohne Zustimmung des Landes auch nicht kann. Schulden muss man zurückzahlen, die Zinsen ziehen an. Also ohne da Partner zu finden, die bereit sind, so ein Projekt mit uns zu entwickeln, wo auch ihr Vorteil dann entsprechend gegeben ist, ist es nicht realistisch. Und das ist eigentlich der Punkt, der mich am meisten beschäftigt. Wir haben sehr gut vorgearbeitet. Wir haben dank des Bildungs, des Personals in den Bildungseinrichtungen ein sehr stimmiges räumlich-pädagogisches Konzept. Wir wissen, was wir wollen. Wir denken zumindest auf einmal auf die nächsten 10 Jahre, sage ich jetzt einmal, den Bedarf, der sich abzeichnen lässt, abdecken zu können. Natürlich so bauen, dass man nicht eröffnet und dann ist es 3 Jahre später wieder zu klein. Den Fehler werden wir hoffentlich nicht machen. Aber wie gesagt, das ist im Moment eigentlich die größte Herausforderung, eine Finanzierung zu finden. Und wie sind denn die Aussichten momentan bei der Partnersuche? Ja, die bisherigen Gespräche waren jetzt nicht rasend positiv, aber vielleicht haben wir auch noch zu wenig dargestellt und da lassen wir uns jetzt auch unterstützen. Wir sind seit vielen Jahren auch im Gemeindeentwicklungsprogramm, das das Institut für Standort- und Kommunalentwicklung, Gerald Mattis, macht. Da hat es auch diese Woche erst eine Besprechung gegeben, wo man besser, professioneller aufzeigen muss, wo liegt denn ein Potenzial für einen möglichen Investor. Es könnte ja, jetzt denke ich mal laut, vielleicht gibt es ja ein großes Handelshaus, das sagt, okay, da im Zentrum wäre ja auch ein Markt schön. Und das könnte man kombinieren mit Wohnungen oder mit anderen Geschäften. Und dann muss man darüber reden, was wollen die, was brauchen die, weil diese Projekte würden sich für einen Privaten auch rechnen. Also der große Gönner, der sagt, ich habe da mal 15 Millionen, weiß ich nicht, was tun damit, ich wirf's in den Briefkasten, darauf warte ich schon länger, das wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Jetzt möchte ich noch kurz auf ein anderes Thema, ein anderes aktuelles Thema zu sprechen kommen. Da haben zuletzt die Aussagen vom Mobilitätslandesrat Daniel Zadra für Wirbel gesorgt. In einem Interview mit der Neuen sagte er, dass die Fahrradinfrastruktur an der Pipeline zwar erhalten bleiben müssen. Er hat aber in den Raum gestellt, dass ins Leiblachtal vielleicht eine Straße bis 2040 so nicht mehr nötig sein könnte. Wie sehen Sie das? Ich finde es in der Phase ein bisschen schwierig mit solchen Argumentationen, weil ich denke, beschäftigen sich viele Menschen damit, im Rheintal, im Großraum Bregenz vernünftige Lösungen zu finden, wie man mit Verkehr, mit Zug umgehen kann. Und ob es dann ein guter Zugang ist mit Totschlagargumenten, wie da sind die Straßen dann jahrelang zu, das ist alles nicht erreichbar, zu arbeiten, das hinterfrage ich jetzt einmal vorsichtig. Ich glaube, man muss immer das fertig denken, weil was macht man dann, wenn im Tunnel was ist? Und dass in dem Tunnel was sein kann, das erleben wir ja regelmäßig, Gott sei Dank nicht mehr diese schweren Unfälle, aber es gibt halt auch technische Dinge. Und dann bin ich dann gespannt auf die Antwort, wie wir dann die Menschen aus dem Leiblachtal in Richtung Rheintal und weiterbringen. Also, dass es nicht unbedingt Ziel ist, den Großteil des Verkehrs am See entlang zu führen, ich glaube, da sind wir uns eh alle einig. Aber ob es dann komplett ohne diese Straßenverbindung gehen wird, da habe ich sehr viele Fragezeichen. Also nur mit Öffis oder Fahrrad wird das nicht zu stemmen sein, abseits vom Pfänder jetzt? Ich glaube, dass man, wenn man gewisse Vorlaufzeiten hat und baut, dann kann man schon Verkehr, von dem man weiß, und die Hohenweiler ist eine extreme Pendlergemeinde, also wir wissen schon, dass wir viele Menschen irgendwo in Richtung Rheintal bringen müssen. Sowas kann man organisieren. Da kann man rechtzeitig auf sie zugehen, kann, wie Sie angedeutet haben. Wir haben mit dem Bahnhof Locher-Hörbrand seine super Anbindung an den Zug. Da muss ja nicht unbedingt jemand am See entlang fahren. Das funktioniert. Radweg wird jetzt massiv ausgebaut am See entlang, wo wir uns ja auch finanziell beteiligen. Wie gesagt, der Tunnel ist noch eine Variante, nur wir haben ja auch Verkehr, der in Richtung Bregenz kommt. Dem Hamburger bin ich denn neugierig, wie wir dem sagen sollen, was er tut, der steht dann einfach da. Und der wird halt auch weiter wollen. Und dem werden wir schlecht sagen können, ja, ich meine, es gibt auch einen Weg von der anderen Seite rund um den See. Das wird es nicht spielen. Und man muss halt auch eines dazu sagen,
Wir haben einen mautfreien Tunnel aufgrund eines Beschlusses. Und in der Politik lernt man, Beschlüsse kann man auch anders fassen. Und jetzt stehen wir erst recht vor einem Problem, weil wir eine Rechtslage haben, die sagt, es muss auch Gratisverbindungen zwischen zwei Punkten geben. Die Diskussion hat es ja vor Jahren schon gegeben. Und dann ist der Tunnel nicht mehr die Standardalternative, dann brauchen wir eine weitere Straßenverbindung. Mhm. Jetzt ist momentan ja auch immer wieder von einer angespannten Finanzsituation der Gemeinden zu hören. Das haben wir auch schon angesprochen. Aber wie kürzlich bekannt wurde, hat der Bund jetzt ein neues Investitionsprogramm von 1 Milliarde Euro geschnürt. Für Vorarlbergs Kommunen sind 43,7 Millionen vorgesehen für die nächsten 2 Jahre. Jetzt habe ich Sie als Bürgermeister hier, da muss ich Sie fragen, was sagen Sie zu dem Paket? Bedeutet das eine Erleichterung? Natürlich. Also jede andere Aussage wäre seltsam. Wir haben auch die ersten Pakete möglichst bis zum allerletzten Cent genutzt. Man muss ja nur fairerweise dazu sagen, das steht ja nirgends. Wenn ich ein Projekt entwickle, wo es grundsätzlich schon Förderungen gäbe, dann schadet diese Förderung nicht. Konkret, ich habe ein Projekt, kriegt 30% Landesförderung, dann kommen die 50 dazu. Das heißt, dann wird der Spielraum, weil die meiste Die größte Thematik bei den Gemeinden ist ja, auch um die 50% investieren zu können, um die anderen 50% vom Bund zu holen, brauche ich Geld. Und wenn ich das nicht habe, dann nützt mir das Projekt nichts oder dieser Pool nichts. Aber trotzdem, man hat es beim ersten Mal gesehen, das funktioniert gut. Die ganze Abwicklung funktioniert sensationell. Also wir haben das bei 2, 3 Dingen genutzt. Kann ich nur jedem Kollegen, jeder Kollegin empfehlen, es zu tun. Wie gesagt, die restlichen 50% stehen normale Fördertöpfe auch zur Verfügung. Und ja, wenn ich halt 100.000 investiere und ich nehme die 50 nicht, dann habe ich halt die 50 auch nicht. Also ich glaube, solche Aktionen sind sinnvoll, sind gut. Und es lassen sich, und wir tun ja auch viele Dinge, die wir sowieso tun. Also wir haben beispielsweise bei dieser letzten Milliarde ein Projekt fix fertig in der Schublade gehabt zum Erneuern einer Wasserleitung. Dann haben wir das angereicht und haben dafür auch Mittel bekommen. Das hätten wir sowieso machen müssen. Also, und gerade für solche Dinge ist natürlich super. Das ist für so große Investitionen, weil wenn man die 43 Millionen herunterbricht auf Hohenweiler, dann werden wir dann irgendwo so bei 120.000, 130.000 sein. Da wird es leider nicht die Lösung sein, aber das ist auch ein bisschen viel verlangt. Also die 50% Finanzierung ist jetzt kein wesentliches Hindernis? Es ist immer eine Herausforderung. Nur man muss halt auch immer mitdenken, wenn ich 51 nicht schaffe, dann muss ich über die anderen 50, die ich bekomme, nicht nachdenken. Also da ist halt auch jeder gefordert zu sagen, okay, und ich glaube, es gibt wenige von Gemeinden und Städte in Vorarlberg, die nicht sowieso Projekte in der Schublade haben, kurz vor der Umsetzung, wo sie sich ja nicht wirklich aussuchen können, mache ich es oder mache ich es nicht. Sie haben jetzt nur die Möglichkeit, dass ihr Anteil, den sie mit Eigenmitteln oder auch fremdfinanzieren stemmen müssen, halt um diese Mittel kleiner wird. Und das ist in Wahrheit das Attraktive daran. Ich glaube, solche Aktionen des Bundes sind nicht unbedingt dazu da, dass jeder in stille Kämmerlein geht und überlegt, was könnte ich denn jetzt Schönes noch alles machen. Ich glaube, vor der Situation stehen die wenigsten Gemeinden, sondern wir haben, der Rucksack an Aufgaben ist voll, Projekte stehen an, Sanierungen stehen an, Infrastruktur halten. Also, und da ist einfach wie eine zusätzliche erhöhte Förderung, die auch aus anderen Töpfen kommen könnte. Wie geht es denn ganz grundsätzlich jetzt Hohenweiler finanziell momentan? Das ist eine sehr spannende Frage, ich kann sie nicht beantworten. Warum? Weil im Moment diese Anzahl an Parametern, wo wir keine Antworten auf Fragen haben, einfach sehr groß ist. Also nur ein Beispiel, es gibt die österreichische Bürgermeisterzeitung, die haben sich einmal die Aufgabe gestellt, so in Richtung sanfter Empfehlung zu sagen, wie könnte man dann Budgets für das Folgejahr gestalten, Erhöhungen. Und da steht bei den Energiekosten, sie empfehlen Steigerungen zwischen dem 3- und dem 10-fachen. Also und jetzt glaube ich, Sie schmunzeln zu Recht. Das ist in einer Genauigkeit, wo es einfach schwer ist, Budgets zu machen. Also wir sehen die Entwicklung am Strommarkt, wo sich permanent was tut. Wir haben leider noch alte Gebäude, die auch mit Heizöl geheizt werden. Es tut uns auch weh. Wir haben noch keinen Lohnabschluss, wo wir auch noch nicht wissen, wie es ausgeht. Also ja, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, wie gesagt, ich habe es vorher schon gesagt,
Was uns etwas hilft, ist, dass die Einnahmen über den Finanzausgleich steigen. Es wird am Ende des Tages, wenn es super läuft, halt nichts davon übrig bleiben. Und es gilt halt, Gürtel enger zu schnallen. Also wir hinterfragen jetzt natürlich nicht erst Positionen im Budget 500 und 1000 Euro aufwärts, sondern wir fangen jetzt bei 100 und 200 Euro an. Anders geht's nicht. Gibt es auch Bemühungen, Energie einzusparen? Ja, natürlich, natürlich. Das ist ja auch einer der Gründe, warum es mir lieber ist, je schneller wir bauen, desto besser. Wir haben ein altes Gemeindehaus aus den Anfang 70er Jahre. Das hat sich das Energieinstitut einmal angeschaut. Das Ergebnis mag ich nicht öffentlich. Ich sei denn, ich muss es dann irgendwann. Schule, das alte Schulhaus ist ungefähr 120 Jahre alt, ist auch in den 70er Jahren dran gebaut. Wenn wir neu bauen, und das ist ja das Spannende daran, haben wir schon einen gewissen Anteil an Mitteln, die wir rein aus der Ersparnis jetzige Energiekosten verwenden können, um halt Schulden zurückzuzahlen und Ähnliches zu tun. Darum gibt es nicht nur den Bedarf, dass wir für Kinder keinen Platz mehr haben bald, sondern es gibt auch ganz monetäre Überlegungen, da möglichst zügig weiter zu tun, weil wir in Wahrheit im Moment zum Dach und zu den Fenstern hinaus heizen und das bei den Heizungen und Energiekosten. Mhm. Vielleicht jetzt noch als letzte Frage, eine persönliche Frage. Sie sind seit 2009 im Amt. Wie lange wollen Sie denn noch Bürgermeister bleiben? Haben Sie sich da schon Gedanken gemacht? Gedanken habe ich mir schon gemacht, aber dann wäre ich heute schon nicht mehr Bürgermeister, weil ich habe eigentlich nicht vorgehabt, es diese Periode noch zu machen. Ich bin nicht der Allergesündeste. Aber ich glaube, jeder, der mich kennt, der spürt, dass es mir Riesenfreude macht, die Projekte jetzt einfach so irgendwie in halbfertigem Stand irgendjemand zu übergeben, so nach dem Motto, da hast du die ganze Baustelle und jetzt viel Spaß damit, das ist auch nicht meine Art. Also wenn man mich als Bürgermeister will, dann würde ich gerne noch eine Periode machen und wenn die Gesundheit auch mitspielt, dann erst recht. Und es ist wirklich ein schöner Job. Man muss Menschen mögen, das gehört dazu. Es ist nicht immer einfach, aber man kann schon auch Dinge bewegen, auch in einer überschaubar großen Gemeinde, wie es Hohenweiler ist. Das ist ein schönes Abschlusswort. Herr Bürgermeister, vielen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gerne. Danke vielmals.